Na, ihr Suchtis, willkommen zurück bei Alundra. Wir sind hier in dieser fetten Riesen Xenhöhle. Willst du nicht getroffen werden? Schade. Maximal Lebenskraft ist wieder erreicht. Okay. Auch gut. Ah, du bist dann der Nächste. Und dann du wahrscheinlich. Komm. Ich baller ich mal eben weg. Oh. Und ist es alles weg. Super. Wow. Tür ist zu. Ach, hier war doch was mit Zwillingsechsen, ne? Die Wand hat einen tiefen Riss. Ja. Hätte jetzt nicht gesehen. Ja, ist doch gut. Gut. So, jetzt ist zu. Offen meine ich. Wow. Stürzt alles ein, oh Gott. Jetzt kommen sie alle erstmal an. Das ist erstmal nur die Vorhut mit Sicherheit. Für ihren Chef. Du spuckender Noob. Lass mich in Ruhe. Die halten aber mehr aus, die Spucker. So, jetzt ist das wieder auf. Jetzt ist das hier richtig zu. Da ist ein Schlüssel. Wo soll ich denn da hin mit? Hä? Ein Schlüssel? Ich dachte, hier wäre mal ein Endboss. Wo war denn eine Tür? Wo war denn eine Tür? Kann mir das mal einer sagen? Ich wusste gar nicht, dass irgendwo eine verschlossene Tür war. Hier war doch das alles und da ging es doch dann nur zurück, oder? Ich weiß das jetzt schon gar nicht mehr. Scheiße. Ich speichere mal hier gerade. Und dann schwimmen wir jetzt mal da lang und wenn es dann noch einen Weg gab. Ich habe gerade erst den anderen Part aufgenommen, aber irgendwie habe ich das jetzt wieder vergessen. Hier ging es doch nur da hoch. Und da muss man noch zurück, oder nicht? Genau, so war das. Gut, alles klar. So, was steht jetzt hier? Verlies der Zwillingsreptilien, alles klar. Gut. So geht's dann auch. Und dann jetzt wieder zurück. Wo war denn hier ein Schlüssel? Vonnöten. Weiß ich gar nicht mehr. Ey, ich bin echt durcheinander. Tut mir gerade leid. Du bidibi, du bidibi, du. Wow. Ne, da war gar nichts. Hier war dieser komische Gang. Dum, do, do, dum, do, do, dum. Dum, dum, di, dum, dum. Dum, dum, dum. Hier rechts, ne? Da war doch diese Sackgasse, genau. Und hier links. Ging es wieder zurück.
Ja, genau. Zu diesem Speicher und allem weiteren Gedöns. Ich weiß nicht, wofür ich einen Schlüssel brauchen kann. Hab ich keine Ahnung. War hier oben noch was? Ja, hier waren die tausenden Dinger. Die tausend Ärsche. Hier ging gar nichts weiter. Tut mir leid, ich irre jetzt ein bisschen rum, weil ich weiß gar nicht, was ich... Und hier nach rechts ging es doch dann nur wieder zurück. Dann sind wir doch gekommen. Hierfür, um Gottes Willen. Wer denkt denn da noch dran? Da hätte ich auch noch meine Zauberkraft aufladen können wieder. Wäre, glaube ich, ganz gut gewesen für den Bosskampf hier. Wir versuchen es so. Und wenn wir es nicht schaffen, können wir immer noch. Derjenige, der aus Dummheit das heilige Verlies betritt, soll die Schmerzen der tausend zermalmten Seelen spüren. Okay. Okay, die Dinger kann ich diesmal nicht zerstören. Die kommen da unendlich weiter, ja. Wieder meine ich. Ja, natürlich. Oh. Shit. Nein. Komm her. Oh, ich wollte gerade springen. Shit. Ja, mit den Bomben, das ist schon ziemlich effektiv. Ah. Also bei normalen Gegnern macht das auf jeden Fall mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob das auch bei Bossgegnern so ist. Aber solange es so einfach ist mit den Bomben. Ah. Spricht da nichts dagegen, das mit Bomben zu machen. Ja, ist doch gut. Weißt du was, ich hau den jetzt so einfach ständig. Zumal kann ich ja auch... aus der Ferne schön mit dem Pfeil und dann einfach immer... einfach immer ausweichen, wollte ich sagen.
Oh. Ich brauche einen Krafttrank. Okay. Die anderen sind so ein bisschen der Energielieferant. Da ist er. Heilt er sich einfach, der Sack. So. Ich hüpfe natürlich auch sehr wild durch die Gegend hier. Was, wie ihr seht, nicht immer gut ist. Auf dich zu heilen. Ich brauche kein Geld, ich brauche Energie. Shit, 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 ich hab gar keins mehr. Ah, ich hab das letzte gerade verbraucht. Kacke. Und nun? Oh, kacke. Er hüpft aber auf jeden Fall schon deutlich angespannter durch die Gegend. Würde ich zumindest mal behaupten. Nicht nochmal treffen lassen hier. Ich brauche Energie. Lasst mich. Wieso treffe ich den nicht? Nein. KG. Dann laden wir mal nach. Holen wir uns Energie. Ja, ich glaube schon. Wie weit war denn das? Das war, glaube ich, nicht so weit. Aber wieso hält das denn nur die Lebenskraft? Das ist doch doof. Wenn die mir schon sowas Gutes tun wollen, können mir doch auch die Magiepunkte aufladen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo lang das war. Doch, ich glaube, hier war das. War das so weit? Ne, hier runter. Oh Gott, ist das schwer.
Aber jetzt ein bisschen taktisch klüger. Zum Schluss hat es ja schon ganz gut geklappt. So. Zauberkraft wieder hergestellt. Und ich glaube, wir sollten wirklich hier mitkämpfen. Bin ich hier von unten gekommen? Ja. Nee. Mein Gott. Das ist echt ein Labyrinth. Ich komme hier echt nicht klar. Du. Hier oben, ne? Ne, wahrscheinlich auch nicht. Ja, hier geht's runter. Doch. Hier rum. Genau. So war das. Ich habe echt einen Orientierungssinn wie, weiß ich nicht. Wie eine Raupe, würde ich sagen. Aber eine Raupe hat einen richtig guten Orientierungssinn. Im Gegensatz zu mir. So. Jetzt aber. Schön nochmal hier schön speichern. Lieber mit mehreren Punkten. Dann kann ich mich zwischendurch auch vielleicht speichern. Ja, ist ja gut. Hier. Fünf. Ach, er kann das schon mitziehen. Vor allem die besiegen bringt überhaupt nichts. Noch nicht mal einen kleinen Zeitvorteil. Ach man, ich bin... So. Schon kalt gleich, bevor der überhaupt das erste Mal was macht. Ich glaube, ich stelle mich jetzt statt besser noch beschissener an. Weißt du was? So. Oder doch irgendwie hier die Dinger kaputt hauen. Oder die oft genug besiegen? Nein, kann es auch nicht sein. Ich komme echt unendlich wieder. Mann! Wollt ihn nicht mal. Sind bisher auch immer alle wiedergekommen, ne?
Meine Güte. Stell mich nur noch dümmer an. Mann! Ich habe echt keine Ahnung. Ich kann hier keinen besiegen, ich kann gar nichts. Ich kann auch nicht wieder hochkommen, oder? Komme ich da wieder hoch? Nein, mit Sicherheit nicht. Nützt alles nix. Ne, da passiert auch nichts mit. Neue Idee. Nicht treffen lassen. Sagt ihr nicht treffen lassen. Was? Was? Ist der so stark? Fassungslos. Reptilicus Maximus besiegt. Alter. Weißt du, wie oft ich da drauf gehauen habe? Klar, habt ihr doch gesehen. Jetzt habe ich da 4-5 Mal das Ding gemacht und wupp. Platt. Alter. Alter. Wie heftig. Jetzt weiß ich es genau. Du bist der Erlöser, Alundra. Wer ist das? Wieder dieser eine vom letzten Mal? Ist er noch Wul oder so? Ne, ist ein anderer noch. Einer mit so großer innerer Stärke und Entschlusskraft ist wahrlich kaum zu finden. Wenn du entschlossen bist, bis zum Tode zu kämpfen, dann kannst du Melzers herausfordern. Höre meine Worte, Erlöser. Ich werde Jael genannt. Ich bin einer der 7 Wächter. Einst war ich ein Schmied, der die Geheimnisse des Lebens verstehen wollte. Um das Böse unter den Sterblichen zu bekämpfen, habe ich mein Dasein geopfert und bin in die Zeit eingegangen. Ich habe darüber nachgedacht, ob dem Licht in deiner Seele zu trauen ist. Aber denke daran, Melzer zu besiegen, kann das Ende der jetzigen Wirklichkeit bedeuten. Wenn du mit diesem Risiko leben kannst, dann mache weiter. Yay. Ich hätte gern so wie immer 2 Truhen. Ich krieg gar nichts. Nix. Hallo, ich will was haben. Alter. Müssen mich natzen? Er gibt mir nichts. Überhaupt nichts. Ach doch, da ist ein Truhen. Oh Gott, ich dachte schon. Yay. Saphir-Wappen erhalten. Ich sammle Wappen. Ich weiß gar nicht, ob man sehen kann, wie viel man schon hat. Kann ich irgendwie... Ah. Kann ich ja doch machen. Rubinwappen. Blutrotes Wappen. Ja, super. Saphirwappen. Blaues Wappen. Blaugrünes Wappen. Lederrüstung. Wasserstiefel.
Ah, guck mal, ist doch erklärt, was was ist. Modische Lederausstattung. Wasserstiefel. Zum Schwimmen geeignet. Wie kurz. Gut. Was haben wir hier? Noch eine Rolle. Feuerschriftrolle. Ich hätte aber gern was anderes gekriegt, weiß ich nicht. Aber so ist das. Feuerschriftrolle. Was macht die? Feuer. Stufe 1 Feuerzauberkraft. Angriff mit Feuerraketen. Alter Schwede. Steige ich eigentlich auch im Level damit auf, wenn ich das jetzt mehrmals anwende? Einfach so anwende, meine ich. Das probiere ich jetzt nochmal aus. Achso, hier sind wir jetzt. Ne, dann probiere ich das jetzt nicht aus. Das ist jetzt die Abkürzung nach oben. Ich wollte eigentlich meine Zauberenergie immer wieder aufladen. So. Da sind wir wieder. Und die Echse ist down. Geil. Das brauchen wir jetzt aber. Habe ich noch nie mal gebraucht? Ja, ich habe ja gar nichts gebraucht, ne? Wahnsinn. Krass. Weiß nicht, wieso ich da nicht eher drauf gekommen bin, dass das so stark sein kann. Ja, dann wollen wir wieder zurück ins Dorf gehen. Achso, hier ging es ja auch nicht lang beim letzten Mal. War beim ersten Mal, als ich hier war. Ein Lebensdiamant. Yay, 20. Wenn schon die Musik so aussetzt, ne? Also aufhört. Und sich vorbereitet für den Jingle. Dup, dup, dup. Volle Lebensenergie. Aber bei dem einen Typen können wir immer noch nichts kaufen. Guck, überlegt mal, wie viel Geld wir jetzt haben. Und wir können immer noch nichts kaufen bei dem, weil der will 1000 Gulden haben. Unser ehemaliger Captain ist so ein Geizkragen. Gierschlund. Passt alles. So. Ich glaube, hier ging es jetzt einfach nur nach links. Und im... Oh, ich wollte gerade... So. Geht das weiter, wenn ich hier was mache? Nee, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich warte jetzt hier im Dorf und dann spreche ich jemanden an. Ich habe mir aber sowas schon fast gedacht, dass ich jetzt angequatscht werde und das automatisch abläuft, deswegen wollte ich erst nicht ins Dorf zurückgehen. Aber nichtsdestotrotz, wir machen jetzt hier den Cut. Im nächsten Part geht's weiter. Er hat schlechte Nachrichten für uns und ja, wollen wir auch mal sehen, aber erst im nächsten Part, was denn dann Sache ist. Ich hoffe, ihr schaltet dann noch wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir und bis zum nächsten Mal. Ciao.